Du schon wieder, kleines Fräulein? Was machst du hier? Ah, lass mich erst mir erklären. Wir haben auf euch gewartet. Bitte kommt herein. Nein, ich habe keine Lust. Ach, warte mal, war das jetzt dieses komische Detektivspiel? Ich glaube schon. Ja, das war dieses komische Detektivspiel. Okay. Erstmal alles untersuchen. Ob da irgendwas für mich ist. Anscheinend nicht, okay. Und hier. Barry ist auch hier. Ich weiß nicht wieso. Ich dachte, sie bräuchten Hilfe, ein paar verlorene Gegenstände wiederzufinden. Das stimmt auch, aber als ich Emily und Frito um ihre Hilfe bat, meinte Emily, dass es förmlich nach einem Verbrechen riechen würde. Ich mag gar nicht daran denken, dass ein Dieb in meinem Haus gewesen sein könnte. Und deshalb haben sie um professionelle Hilfe gebeten. Na, nun, dass eins klar ist, deine Hilfe wird nicht gebraucht. Ich, Emily, werde diesen Fall lösen. Emily, lass es gut sein. Wir machen alles nur noch schlimmer. Oh, Großmeister-Detektivin, aber selbst jemand wie du könnte auch ein wenig Hilfe brauchen. Sagst du Großmeister-Detektivin? Ich könnte dich in meinem Team aufnehmen. Sehr weise, nichts anderes habe ich von einer großen Detektivin erwartet. Was soll ich tun? Als erstes musst du feststellen, was überhaupt gestohlen wurde. Gut, was ist denn abhanden gekommen, Flo? Eine Platte, eine Teetasse, eine Schürze und die letzte Sache bleibt mein Geheimnis. Aber wenn ich nicht weiß, was es ist, kann ich das auch nicht finden. Jede Frau hat ihre Geheimnisse, Red. Aha, na gut, dann bleibt nur eine letzte Frage. Was macht Barry hier? Was sind das für Leute? Ah, sie sind hier, weil... Ich hab's, der Schuldige ist unter ihnen, klarer Fall. Wieso? Barry lebt dann, er lebt in Erde, wie ist er hergekommen? Und sie lebt in Darwin und so, und der andere Typ weiß ich nicht mehr. Hä, ich stehe unter Verdacht, ein Verbrechen begangen zu haben? Warum ich? Ja, frage mich auch. Wer bist du eigentlich? Ich bin sprachlos, junges Fräulein. Natürlich würde das jeder Verbrecher sagen, zumindest am Anfang. Ah, du bist wirklich ein großer Meisterdetektivin. Genug, fang mit der Durchsuchung an. Wird gemacht, Chefin. Diese junge Dame ist die Enkelin des Bürgermeisters, oder? Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als die Sache auszusitzen. Mein Chef wird stinksauer sein, wenn ich nicht bald zurück bin. Warum muss ich hier bleiben? Was soll ich jetzt machen? Bitte nehmt ihr Rücksicht auf meine Privatsphäre und schlüpfe nicht überall rum. Achso, ich soll dir alles angucken. Jetzt wird rumgeschnüffelt. Bisschen String, Tangas und Riechen und so. Und befand sich die Platte, die. Und hier befand sich die Platte, die gestohlen wurde. Das ist richtig, es war eine von Cocona, der berühmten Popsängerin. Eine Popsong? Vielleicht ist der Täter ein Fan von ihr. Jetzt wird mir alles klar, jetzt habe ich den Fall gelöst. Komm zurück. Im Ernst? Achso, jetzt weiß ich wieder, deswegen hat diese Mission so lange gedauert. Weil sie angeblich jetzt die Mission alles gefunden hat. Warte mal, okay, da kann ich weitersuchen. Mann, diese Bett sieht echt super gemütlich aus. Emily möchte mit dir sprechen. Ist mir egal, was Emily sagt. Was ist denn das hier drin? Mal sehen. Oh, keinen Schritt weiter. Eine Frau braucht ihre Geheimnisse. Ich habe nichts gesehen. String Tangast! Also, was ist mit der klar, was ist dir klar geworden? Der Täter steht auf Popstars. Das heißt, sie waren es. Was, ich? Sie sehen aus wie jemand, der auf Popstars steht. Das stimmt. Aber wenn ich einwerfen dürfte, es würde auch doch eine Platte von Cocona gestohlen, richtig? Aber sicher. Ich habe gar keinen Grund, irgendeine Platte von Cocona zu stehlen. Ich besitze nämlich alle, und zwar nur nicht eine, sondern jeweils zwei von allen ihren Songs. Echt jetzt? Sie sind verrückt. Und ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Und was jetzt? Ach, komm. Ja. Kuchenkrümel? Hier liegen überall welche. Irgendwas ist hier faul. Ja, jetzt hin und her, hin und her. Deswegen habe ich diese Mission so gehasst. Und wer ist der Täter?
Der Kuchenkrümel stammt von einem Kuchen, das Star Dogs Café. Darin besteht kein Ach, das heißt, Sie müssen es gewesen sein. Sie arbeiten doch im Star Dogs Café. Das ist ja wohl noch lange kein Beweis. Tut mir leid, ich habe den Kuchen gebacken. Es war weg, aber wo ich überhaupt bemerkt habe, außerdem wurde wohl niemand einen Kuchen liefern und ihn dann ins Haus des Kunden essen, oder? Halt's Maul, Emily. Einfach halt's Maul und Fresse halten. Wenn ich einen Kuchen essen wollte, dann würde ich ihn im Café essen. Und genau das wollte ich auch gerade sagen. Das war mir natürlich auch klar. Oh hier, diese Superintelligentin wird viel Hilfe benötigen. Ja, glaube ich auch. Was soll ich mir das jetzt angucken? Hallo, was soll ich mir jetzt noch angucken? Okay. Ich bin die Tüte auf den Fersen. Ist ja schön. Ja, ich schnüffel nicht rum. Ich habe schon der Tanga gesehen. Was soll ich mir jetzt angucken? Hallo, was soll ich mir jetzt noch angucken? Es gibt nichts mehr anzugucken. Soll ich mir das wieder angucken oder was? Er regt mich jetzt nicht alle auf hier. Vielleicht hätten wir neulich diesen Krimi nicht lesen sollen. Ich habe schon überall angeguckt, Mann, verdammte Scheiße. Ich hab keinen Bock mehr, verpisst euch alle hier. Du kannst doch nicht ergehen. Regt mich nicht alle auf hier, ich schwöre auf alle, sie kriegen so Aggressionen von euch. Wieso lasst mich eigentlich von so einem kleinen Bastard von zu befehlen? Hallo? Was ist mit meiner Ehre jetzt? Ja, ist ja schön, dass dein Chef sauer wird. Was zum Geier soll ich jetzt machen? Soll ich ausrasten oder was? Soll ich alles kaputt machen? So, und die Schürze war hier? Richtig. Was denn das? Ein Stück... Was? Der Fall ist gelöst. Das war genau der Beweis, den mir noch fehlte. Wirklich? Also, Großmeisterin Detektivin, sag uns, wer es war. Hier gibt es nur eine Person, die einen Film bei sich beiträgt. Sie. Sie mit der Kamera. Sie, alter Verbrecher. Sie müssen es gewesen sein. Ich weiß nicht, ich schwör's. Aber Moment, ich glaube, ich habe den Film schon mal gesehen. Ja, richtig. Wo denn? Es ist ein Stückchen der Filmrolle, die mir zusammen mit meinen Fotos gestohlen wurde. Dann haben sie den Schatz also nicht geklaut? Warum sollte ich denn seine Schätze klauen? Mich interessieren nur Fotos. Flo, darf ich ein Foto von Ihnen nehmen? Ja, machen. Bitte nicht, das ist mir peinlich. Der Typ ist irgendwie unheimlich. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass er der Dieb ist. Ach, mal kein Bock mehr. Mal sehen. Ich hab's. Sie sind der Täter. Ich? Wieso kommst du darauf? Sie sehen aus wie ein Verbrecher. Wie jemand, der nur böse ist. Boah, Mädchen, dem muss man echt eine Zuhälterklatsche verpassen. Das ist doch völlig unsinnig. Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Wieso lässt du von euch ein Kind kommandieren, hallo? Ja, los, streng dich an, Chefin. Hä? Oh, habt ihr jetzt auch das Loch bemerkt, oder was? Ich hab da draußen was zu Ersichtiges gehört. Ich mach noch die eine Mission noch und danach mache ich einen Cut zu diesem Part. Und du bist... Ey, das ist einer von diesen Katzenjungen vom ersten Teil von diesem Spiel. Ach, du! Er ist rausgerannt. Halt! Oh, jetzt sagen wir ein bisschen Katzen. Sie sind zu viert.
sind durch das Loch hingekommen und sind... Och nein, hinterher rennt. Jetzt dauert das noch länger. Ja, verdammten Belger. Eigentlich können sie noch nicht... Ja, die können auch in der Kiste sein. Alles klar, ich kümmere mich darum. Ja, okay, dann haben wir das auch. Okay, ist hier einer oben. Gucken wir einfach mal nach. War ich nicht bei der Kiste? Wenn ich das gerade mal so angucke. Ich war nicht bei der Kiste. Was ist los mit mir? Könnte ich noch sowas vergessen? Wieso war ich nicht da? Das frage ich mich gerade so. Wenigstens jetzt. So, jetzt fehlt mir noch ein Dingbums und dann kann ich das erweitern. Ach man. Okay, ich hab's. Erweitern. Abwärmen. 7. Perfekt. Und welcher Bastard wollte kämpfen? Und wer noch? Der hat noch nicht Prügel kassiert, der kann noch hier welche bekommen. Ganz gratis. Fick dich. Fickt euch doch hier, verdammt. Ich frage mich gerade, ob ich hier wirklich nicht hier war. Oder seit... Ich war hier. Ich war hundertprozentig hier. Ich kann mich an das hier erinnern. Achso, das wird neu aufgefüllt oder kommt das immer bei der Nebenmission? Oder werden wir bei der Nebenmission? Achso. Einfach schnell schwimmen. Egal, zum Glück mache ich das. Damit fülle ich auch schneller meine Leiste, also mein Anpassungsding da. Wieso springst du runter? Teetasse. Okay. Die dritte Linie Waffen stirbt alle miteinander. Gut, dass du runtergegangen bist. Da wartet schon mal ein Roboter auf dich. Okay, jetzt fehlt aber noch einer. Okay, da ist nichts. Du hast ein Foto für mich, würde ich mal jetzt sagen. Hab ich dich? Ring? Ein Ring? War das was? Achso, vielleicht hat sie von jemandem ein Geschenk bekommen. Ich denke, wir sollten uns darüber mal nicht allzu viel Kopf machen. Verbrechen meine ich. Ich habe noch 2 Minuten. Was ist? Hey Luda, was machst du mit meinen Bandmitgliedern? Ach, die ist auch vom ersten Teil. Alicia,
Ach, sie sind entkommen. Hey, wir lassen uns eben nicht einsperren. Den nehmen wir wieder mit. Besten Dank auch. Komm, Schwesterchen, wir gehen. Wer seid ihr? Wir sind die Schwesterkatzenbande, Himmelpiraten von Prairie. Lass uns abhauen, Schwester, bevor ihr noch mehr auftauchen. Alles klar, ist der. Auf nimmer Wiedersehen, kommen uns noch nicht nochmal in die Quere. Hey, wartet. Die Täter sind entwischt. Die Schwarzkatzenbande, von diesen Piraten habe ich noch nie was gehört. Ach, ich mache hier jetzt schon einen Cut und wir sehen uns das nächste Mal.